Da bin ich jetzt aber gespannt, wer da oben ist. Das wäre vielleicht, oder es wäre die gleiche Person, wer weiß, wer weiß. Oder es ist wieder irgend so ein deppertes Vieh. Das kann es vielleicht auch sein. Kann ich das auch wieder tun? Ah, das wär's. Das wär's, damit ich einfach quasi sagen könnte, okay, passt, ich komme einfach wieder. Aber sehen tust du nicht wirklich was. Okay, ich bär mich dann doch eher weniger. Ich mach dann doch vielleicht eher weniger auf Schnee. Bis deppert, oder? Ein Havre fliegt mir da noch runter. Oh. Okay. The fuck? Ne, jetzt bin ich aber gespannt. Bin sowieso gespannt, was der Typ da so alles jetzt getrieben hat. Anscheinend hat sie ja das so die ganze Zeit so betropft oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas habe ich gerade gehört. Oi, nein! Gloria Holdy! Oh, ich weiß ja nicht, ich glaube, du sollst. Nein, 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 du Trottel! Wetten, der greift in irgendein Arschloch rein. The fuck? Ist es nur die zwei oder hat es vielleicht auch noch eine andere Nummer? Shoebox-Knopf. Okay. Ja, mich würde es mehr interessieren, wer da jetzt da drin ist. Dritte? Okay, die Tür bleibt anscheinend doch ein bisschen ein Fragezeichen. Boah, das wär's aber. Das wär's aber, wenn ich da reingehen könnte. Boah! Das wäre schon was Geiles. Bist du deppert? Willst du ja einmal noch ein bisschen umschauen, oder? Da bricht sich gleich das knackte Volltrottel. Bist du deppert? Ein Wahnsinn mit dem. Da bricht sich gleich das Knack. Ein Wappler. Na schau, haben wir wenigstens einmal den ersten von zwei Teilen. Jo. Mich hat's jetzt aber trotzdem gewundert gehabt. Ich hätte es jetzt geil gefunden. Wenn wir da jetzt dann noch auf irgendwem getroffen hätten. Das hätte ich jetzt echt cool gefunden, aber na gut. Mich irritiert es halt so dermaßen wahnsinnig, dass es halt fast nichts zum Sammeln gibt, außer halt Gegenstände, die was du halt quasi sonst so brauchst. Keine Gegenstände zum Zahnbasteln oder irgendwas in der Richtung. Ja, ich bin halt dieser typische Resident Evil Spieler. Das ist halt das. Bin halt wirklich der typische Resident Evil Spieler. Ich erwarte mir 100, gefühlt 120 verschiedene Items, die was ich sammeln kann. Die was ich craften kann, verbessern kann und so weiter und so fort. Dann kannst du gar hinke. Bam, bam und gar wieder. Ja. Und dann wieder. Vielleicht gleich die gleiche Technik. Immer die gleiche Technik. Immer die gleiche Technik, liebe Leute. Zweimal hin, einmal ausweichen, wieder zweimal hin. Erledigt. Bei dem Wappler. Also ich würde es jedenfalls mal als Technik nennen. Wahrscheinlich ist es eh keine Technik, vielleicht habe ich jetzt jedes Mal nur zwei, dreimal hintereinander Klick gehabt. Ich schaue immer wieder, ob ich nicht doch vielleicht in irgendein Gebäude reingehen kann. Es schaut halt so verdächtig aus. Ich will am liebsten einfach überall reingehen. Das ist ja das. Man will am liebsten einfach überall reingehen. Das mit dem Passwort wird nix. Muss ich da rein? Na, Gott sei Dank nicht. Also, noch nicht.
Aber es wäre sicher sehr, sehr praktisch. Das wird so lustig. Das wird so dermaßen verdammt lustig. Wenn ich jetzt hätte so gehen, auch reinkommen können. Boah, ich jetzt. Mit der deppert gehabt. Wo ist denn das Ding? Da ist. Weg mit dem Scheiß. Ohne Spaß, Alter. Weg mit dem Scheißdreck. Scheiß Krabbelfiecher, da hat's mir ja da. Boah. Stepperte Viecher da. Ganze Zeit am Boden, aber ich hab nicht einmal gewusst gehabt, wo ich hinschauen soll. Links, rechts. Für eine Arsch. Hat er immer jetzt da gehabt, dass ich da reingehen kann? Das hat schon motivierend gerade ausgeschaut. Ja, es war jetzt schon ein bisschen gerade motivierend. Hätten wir schon getaugt. Wenn es nicht auf mich losgeht, wieso sollte ich es riskieren? Finde ich persönlich. Finde ich halt persönlich. Wieso sollte ich mir dann quasi Lebenspunkte riskieren? Ist genau der richtige. G2. Boah, G2 ist wieder fies. G2 ist fies. Ohne sicher speift im Strahl der Waffler. Bist du deppert? Ja, wenn der andere auch noch schießen. Ja, sicher. Der andere ist auch noch schießen. Ja, jetzt wird's knapp. Ja, nicht mehr spritzen. Immer spritzen, so zwickt es nichts. Ja, wenn zwei Wappler da sind, dann ist Ende Gelände. Da weißt du nicht mehr, wo links und rechts ist. Respekt an dem Brett. Respekt am Brett. Ja, Alter. Normalerweise, oder? Das Brett würde das nicht aushalten. Ich sag's gleich. Normalerweise. Alter, nach dem vierten Gegner, der dem was drauf prackst, Alter. Könntest du es normalerweise schon vergessen. Das Gute ist aber wenigstens, du kannst dir das alles so lange aufsparen, bis du wieder extrem viel Munition wieder hast. Theoretisch gesehen. Könntest du das da eigentlich jedes Mal alles aufsparen, munitionstechnisch? Und sagen, okay, passt. Drauf geschissen. Ich heb's mir jetzt auf. Und falls natürlich irgendein Bosskampf oder sonst was stattfindet, verballe ich dann alles für den jeweiligen Bosskampf. Weil so sonst, aber aktuell, ja, okay, es kommt halt zu der einen oder anderen Situation. Gerade wenn's zwei Gegner sind, wird's dann schon relativ kritisch. Meiner Meinung nach, aber sonst finde ich schon mal definitiv nicht uns wieder. Ich mache jetzt einfach alles hin. Fix. Einfach beinahe alles hin machen. Safe. Das ist jetzt eher die Frage, was für eine Schallplatte er jetzt unbedingt braucht. Weil eine bestimmte Schallplatte wird er jetzt brauchen. Eine ganz, ganz bestimmte. Oder wenn da jetzt nochmal so ein Viech rauskommt, hau ich euch alle nieder. Ja, da ist er. Na, was für ein Zufall aber auch. Dass genau da die andere Hälfte ist. Mit Kleber, mit Superkleber und alles. Das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. Wow. Digga. Wow. Hätte ich mir jetzt überhaupt nicht erwartet. Nein. Aber na gut. Ich würde sagen, es geht weiter. Okay. Oder man sogar schon anzeigt, dass da schon Begrenzung wieder ist. What the fuck? Aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass ich dann irgendwann einmal da durchgehen muss. Safe. Ich werde da safe irgendwann da durchgehen müssen. Ah, oh, kannst gleich herkommen. Tschüss, wo ist das nächste?
nirgst. Nie was zum Einsammeln. Das irritiert extrem. Das irritiert so dermaßen, dass da fast nie was zum Sammeln gibt. Das ist... Das ärgert mich so dermaßen. Also nichts zum Sammeln hört sich immer so extrem an, aber es ist halt so minimal. Es ist halt wirklich so dermaßen minimal wenig zum Sammeln. Dass ich jedes Mal das Gefühl habe, die haben vergessen, Sammelobjekte da zu lassen. Oh, passt. Eben gar nicht. Nein, 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 gar nicht entkommen lassen. Gar nicht entkommen lassen. Nicht einmal aufstehen lassen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, Alter. Nicht einmal entkommen lassen. Was ist das? Pistolenkugeln. Na schau. Müsst sogar wenigstens schon Kugeln. Wow. Zwei fucking Stück. Das ist nix. Das ist nix, Alter. Zwei fucking Stück, das ist nix. Zwei Stück ist wirklich nix. Zwei Stück ist wirklich nix. Und nein, du kannst die Technik nicht ständig einsetzen mit Ausweichen, Angriff, Ausweichen, Angriff. Kannst du leider nicht machen, schade. Das hat fast so ausgeschaut, wie wäre da jetzt irgendwas am Herumliegen. Oh, da schauen wir jetzt aber mal kurz rein. Safe. Ja, das kleine Stamperle, das kann es sich schon gönnen. Also, da waren wir eh schon. Ja, da waren wir eh schon, da waren wir eh brav. Da waren wir eh brav, wie schaut es da vorne aus? Bei dem Café. Café habe ich mir nicht angeschaut, gell? Na, das ging aber nicht. Nein, ging eh nicht. Das hat aber schaut eigentlich fast so aus. Schaut aber vollgas so aus. Aber wurscht. Wir müssen das mit der Jukebox jetzt machen. Aber ich sah, musst wirklich ganz genau begutachten, was die Gegner machen. Und dann schlägst du mal so zwei, dreimal hin. Maximum. Und das war's dann. Und dann musst du schon wieder schauen und wieder ausweichen, was der Gegner macht. Weil sonst, glaube ich, auf härteren Schwierigkeitsgraden wirst du es dann echt schwer haben. Weil die haben halt einfach keine Routine. Da hast du halt einfach überhaupt null Routine. Da weißt du nicht ganz genau, was der Gegner halt macht. So warst du halt nur quasi, okay, passt. Jetzt macht er ungefähr das. Tust ausweichen, schlägst wieder zweimal hin, wartest wieder ab, was er tut, und dann schlägst wieder zweimal hin oder so. Das kann ich mir eher vorstellen. Das muss ich auch noch machen, Alter. Bist du deppert? Wo soll ich nicht noch alles machen, Burle? Ja, das muss schon dran, den Wappler. Musst mich forschen. Danke. Denke mal gerade, dass der Scheißtag nicht funktioniert. Bitteschön. Ah ja, und hier der Knopf. Ganz, ganz wichtig. Wo ich richtig enttäuscht war wegen der scheiß fucking Tür. Da ist jetzt aber alles relevant. Selbst sogar die Münze. Das finde ich cool. Das finde ich jetzt echt cool. Musst du vorstellen. Einzige Münze und dann nehmen wir eine andere Schallplatte. Platz. Da wären wir so richtig fett am Arsch. Aber so richtig fett. Das würde mich jetzt interessieren, war das ihr Lieblingslied oder... Also das gemeinsame Lied von Erna oder irgendwas, das würde mich jetzt echt interessieren.
spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Weißt du, was ich gerade noch sehr interessant finde? Dass da hat er was zum Sagen. Da hat er plötzlich was zum Sagen. Aber bei den ganzen Viechern und alles drum und dran. Kein einziges Wort. Oder davor, so, wo sind die Leute oder irgendwas in der Richtung. Nix. Der sagt nix. Aber jetzt, wo die Schallplatte am Start war, plötzlich kann er reden. Oder? Den Typ der Blase überhaupt nicht. Boah. Den Typen der Blase überhaupt nicht. Jetzt kann er seine Pappen auffressen. Jetzt, nach einer scheiß fucking Schallplatte. Ich glaube, ich hau ihm nieder. Ich glaube, ich hau ihm fix nieder. Jetzt haben sie kurz Resident Evil Animation rausgebracht. Alles klar. Da hat das Budget dann wieder gereicht. Ja, moin. Mal abwarten, was wir da wieder so alles finden. Aber ich finde es irgendwie cool gemacht, dass es halt gar nicht so viel zum Sammeln gibt. Aber ich bin da so... so dermaßen im Drang von, da muss es was geben, da muss es was zum Craften geben, da muss was zum Upgraden geben, da muss eine bessere Variante sein oder ein Aufsatz für das und das und das, dass ich das irgendwie dann schon fast wieder so ein bisschen entspannt finde. Also ja, es gibt auf alle Fälle was zum Sammeln, weißt du, es ist jetzt nicht so, wie würde es jetzt gar nichts geben, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen sehr entspannend. Weil sicher gibt es natürlich auch Sachen, auf alle Fälle. Aber sie haben wenigstens diesen gewissen Ausgleich, wo du sagst, es gibt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Weil sobald du die Situation nicht beherrschst, bist du am Arsch. Du bist richtig fetter Arsch. Auch wenn nur einer von den Dingern da am Start ist, bist du auch schon fetter Arsch. Mach sich jetzt aber alles kaputt. In der Hoffnung, es gibt irgendwas. Wenigstens gratis. Ich würde es jetzt mehr interessieren, wo sind wir? Ah, wir sind jetzt wieder da. Ah, da ist eh schon wieder so ein deppertes Viech. Wah! Schon scheiß deppertes Krabbelfiech, Alter. Wah! Da ist eh schon wieder das nächste. So unnötig, dieses scheiß Viech am Boden. Gab's ja auch schon im Original. Hell Dragon. Echt nervig. Fragezeichen anscheinend. Achso. Na warte. Ich mach alles hin. Mir ist das wurscht. Mir interessiert das nicht. Ich mach da alles hin. Drauf geschissen. So schaut's aus. Kann ich aufmachen? Na. Ist jetzt wieder die Überlegung. Soll ich jetzt schon eine hupfen oder nicht? Was hast denn da alles in der Nähe? Da waren wir eh auch relativ fleißig. Das eine ist halt quasi mit einem Code übersehen. Rosewater Park. Ja, aber sagen wir nicht, hab den Park würde ich dann eher so ein bisschen dann später anschauen, hätte ich gesagt. Komm, dann hätte ich mir gleich da eine Zeit. Fix. Aber vielleicht geht's eh auch gleich dort in die Richtung. Gleich in den Park rein. Also dementsprechend also eher mehr in die Richtung. Oh, passt, cool. Kriegt man wenigstens gleich mal eine Trophäe, für das, dass ich alles hinmache. Gefällt mir. Kannst du weitergehen. Gleich Platin. Ich frage nur für den Freien. Das würde mich jetzt... Jetzt bin ich wieder in meinem Element. Jetzt müssen wir wieder schauen, wie schaut es trophäenmäßig aus. 44, interessant. Wahrscheinlich die Standardsachen. Bis hin zu, ja. Verbringe 10 Minuten. Aha, okay, ja, schön, gut. 10 Minuten.